Saturday night. Found a photograph of us without cares and worn out clothes. Doesn't seem so long ago. I'm just sitting here bored at home, and it really got me thinking of the times we took off on the road. Und herzlich willkommen. Genau, es gibt wieder ein neues Video mit eurem Duckmobil. Wir sind eigentlich nicht geplant wieder an der Mosel, aber unser schön Wettergarant für diesen tollen Sommer ist die Mosel. Wenn es überall regnet, wo wir gerne hin möchten, sagt uns die Wetter-App, an der Mosel regnet es nicht. Dadurch bekommt ihr dieses Jahr von uns verstärkt die Mosel zu sehen. Wo wir noch nicht waren oder auf dem Stellplatz, ist Neef. Wir stehen hier auf dem Wohnmobilstellplatz in Neef und nehmen euch mit an diesem Wochenende vom 12. bis 14. Juli 2024, was wir hier alles in und um Neef unternehmen können. Es gibt hier eine Klosterruine, wir wollen vielleicht an der Mosel entlang Richtung Cochem fahren, Waldstein besuchen. Pläne sind genügend da, wir kennen die Gegend, waren hier schon früher und hoffen, dass wir euch alles zeigen können, was mir gerade in den Kopf kommt. Bleibt dran, wir wollen das Wochenende in Sonnenschein genießen. Alles klar, kommt mit, ich garantiere euch Sonne. Guten Morgen. Ja, wir haben schon Samstagmorgen. Gestern haben wir nichts mehr gefilmt, ein bisschen spazieren gegangen, aber ohne Videoaufnahmen. Und heute wollen wir euch dafür mal hier die Gegend rund um Neef zeigen. Wir fahren jetzt erstmal zur Klosterruine Stuben. Da haben wir eine Veranstaltung. Auch gestern Abend war schon klassische Musik. Heute Abend ist Rock und Blues. Deshalb zeigen wir euch die jetzt zwischendurch, bevor das gleich da wieder so voll wird. Und dann fahren wir hier in Neef über die Brücke, über Bremen, einfach mal Richtung Cochem, die Mosel entlang. Vielleicht schaffen wir es, die Fähre nach Waldstein zu erwischen und dann gucken wir mal, was wir euch alles so zeigen können. Das ist der Plan für heute. Wie ihr uns kennt, wird der bestimmt wieder nicht aufgehen. Aber kommt mit, langweilig wird es trotzdem nicht. Oh, der heißt Troll! Das hätte von mir sein können. Ja. Ein Biber! Nee, ein Hund. Ein Hund mit einem Stock. Ich dachte, das ist ein heller Biberschwanz. Ich habe nur den dunklen Kopf und der Telle gesehen und denke, ey, ein Biber! Ja, ja. Nicht alles, was schwimmt, ist ein Biber. Haben Sie dich eingesperrt? Ja, ich habe meinem Mann heute Morgen das Frühstück nicht gemacht. Ja, wie immer. Die Klosterruine Stuben wird gerne auch für Veranstaltungen genutzt. Gestern war hier eine Mischung zwischen Jazz und Classic und heute Abend ist Rock, Blues und Wein. Wurde super besucht, weil der Bus-Shuttle zur Veranstaltung durch den Stellplatz führt. Da geht eine kleine Straße durch, die eigentlich nur nach hier führt und da war gestern echt
guter Transfer und auch viele zu Fuß unterwegs. Ich bin mal auf heute gespannt. Du kannst die Musik bis zum Stellplatz nicht hören, aber bis hinten zum Wanderweg, der da oben hochführt, was heute geboten wird. Mal gucken. Vielleicht fahre ich wieder mit dem Rad mal hierher. Gegen Ipper von der Klosterruine Studen. Kurz hinter Bremen startend haben wir den Kalm- und Klettersteig. Vielleicht kennt der ein oder andere ihn. Ist ein sehr anspruchsvoller Wanderweg, wo du teilweise über Stiegen und ja, sehr felsige Passagen gehen musst. Sehr schmal. Aber so viele Leute, die da unterwegs sind, muss ich ganz ehrlich sagen, gibt es noch viele, die keine Angst haben. Ich traue mir, den heute nicht mehr zu gehen. War immer mein Ziel, aber das habe ich jetzt verworfen. Ich blende euch einmal ein paar Bilder ein, wo da gekraxelt wird. Also die gehen echt, guck mal so. Also I can't walk. Der Weg ist too small. Also so laufen die da oben, wirklich. Ich habe es schon immer gesagt. Bis später. Von der Feuerwehrübung gestern Abend steht immer noch da. Ne? Als ich hier vorbeigegangen bin, habe ich echt gedacht, die hatten ja auch so Sichtschutzwände aufgestellt, dass da einer drin ist. Ne? Die Decke, die sah aus wie eine Jacke, die da drin liegt. Ich habe erst gemerkt, dass das wirklich nur eine Übung war, als ich die Kinder gesehen habe, also die Feuerwehrkinder, der Nachwuchs, dass das eine Übung war. Mir war richtig schlecht, als ich das gesehen habe. Ich habe echt gedacht, da ist einer gegen die Felswand gefahren. Ein Dorfladen. In Nefa jetzt ja nichts, aber hier hättest du ja auf jeden Fall einen, den du mit dem Fahrrad gut erreichen könntest. Hat er noch auf? Fahren wir mal hier hoch. Guck mal, da ist auch so ein Bistro mit dran. Das ist wie in, wo war das nochmal? Osterspalt. War das auch? Bye.
Und wenn du nicht wisst, wo wir sind in Erdinger Ella. Meine Frau redet nämlich heute nicht mit euch. Das stimmt überhaupt nicht. Ich weiß noch nie, wann du filmst. Wenn ich meine, ach, jetzt hat er das gefilmt, hat er es nicht gefilmt. Und irgendwas anderes hast du gefilmt, was ich nicht mitkriege. Aber ich suche den Stellplatz mit dem Mäusetürmchen, der zu dem Campingplatz gehört. Dann kommt er jetzt da vorne. Könnte ja auch einen Gang höher schalten, ne? Könnte man, ja. Speedy Gonzales ist da. Tagesziel erreicht. Wir sind hier in Beilstein. Hier ist es immer furchtbar voll, aber du hast hier eine Kulisse wie im Märchen. Hier ist der bekannte Film mit Heinz Rühmer, und ich weiß nicht mal, wie er hieß, gedreht worden. Dadurch ist der Ort auch so bekannt geworden und hat halt eine traumhafte alte Kulisse. Wir gehen mit euch mal da durch, aber es ist sehr voll. Ich kann euch nicht versprechen, ob wir nur die Dächer füllen. Kommt mit. Never been so strong with anyone. Never been this sure I found the one. Never felt this safe with anyone. Da ist das Burgverlies. Wo führst du mich hin? Und da oben steht ein Mannequin Piss. Da. Keine Ahnung, wo Alfred ist. Auf jeden Fall habe ich meinen Käsekuchen. Und so wird mir das lang warten, nicht zu lang. Hier ist alles ganz schön voll, wie wir schon gedacht haben. Aber egal, wir machen weiter. Da ist er. Wo hast du gelandet?
Warst du bis zum Dach gelaufen? Das ist keine Dachterrasse, das war nur eine Terrasse. Auf jeden Fall ist hier das Café, wie heißt das? Klappermühle, ne? Ich glaube, ja. Richtig urig. Ich zeige euch das gleich auch noch von innen. Hier mein kleiner Tipp, wenn ihr eine Tasse Kaffee oder so leckeren Kuchen möchtet, wenn ihr in Wallstein seid, geht ins Café Klappermühle. Terrasse haben wir auch. Aber wenn ihr alte Kaffeemühlen sehen wollt, seid ihr nämlich hier genau richtig. Kleine Korrektur, nicht Klappermühle, weil ich an die Kaffeemühlen gedacht habe. Kaffee Klapperburg natürlich. Ich hoffe, ihr mögt mir verzeihen, dass ich das falsch gesagt habe. Aber ich denke mal, so kommt ihr klar. Also hier die Treppe hoch und dann oben rechts. Dann seid ihr auch schon da. Unser Café Klapperburg. So, die tolle Aussicht, die ich euch gerade gezeigt habe, könnt ihr oben im Klosterrestaurant Café genießen. Wir haben hier eine wunderschöne Terrasse, wo ihr sitzen könnt. Und ich zeige euch mal, wie es hier noch aussieht, weil du kannst hier auch im Klostergarten sitzen. Und das ist ein wahres Kleinod. Also auch hier könnt ihr wunderbar sitzen und eure Speisen genießen. In dieser historischen Kulisse. Und hier könnt ihr auch noch in diesen tollen Innenräumen sitzen. Der Erker ist ja ein Gedicht, guckt mal. Karte, sehr gut. Preise, absolut im unteren Bereich für Wallstein. Und anschließend könnt ihr dann auch noch hier die Klosterkirche besichtigen. Gerade ist eine Führung. Von daher halte ich mich etwas zurück. Kann es nicht. Und? Nein. Ach so, das war das. Du versuchst freihändig zu fahren. Ich kann das nicht. Wollte ich gerade fahren. Ich bin als Kind
konnte ich das. Und dann bin ich gegen ein Verkehrsschild gefahren, weil ich dabei rückwärts geguckt habe, gegen so ein Ortsschild. Und seitdem habe ich einen Dachschaden. Ja, und das wissen wir doch ganz, ist, das muss ganz bleiben. Das arme Verkehrsschild. Nee, armer Alfred, wenn das auch noch schlimmer wird. Wir sind schon einige Zeit von der Radtour zurück. Die war wunderschön. Waldstein war echt herrlich. Zurück haben wir nicht ganz so viel gefilmt, weil wir 2-3 Stellplätze gesehen haben, die wir noch demnächst ansteuern werden. Sonst haben wir ja da nichts zum Zeigen. Und momentan haben wir wieder dieses grandiose Abendlicht. Wir haben erst ca. 19 Uhr. Und das ist für mich als Fotograf mal wieder der Punkt, wo ich sage, los geht's, noch ein paar schöne Motive einfangen. Weil bei dem Licht kann ich nie Nein sagen. Ist das nicht herrlich? Dort haben wir die Schleuse von St. Aldegund. Mit St. Aldegund, wo es auch einen schönen Stellplatz gibt. Den zeigen wir euch demnächst noch mal in einem anderen Video, weil St. Aldegund auch nett ist und wir dort auch schon ein paar schöne Tage verbracht haben. Aber nach wie vor, die Sonne ist richtig schön, dieses Abendlicht. Heute haben wir ja hier hinten an der Klosterruine Ruben die Veranstaltung und die Busse fahren mal wieder rege hin und her. Das Einzige, was stört, ist, dass PKWs versuchen, zwischen den Wohnmobilen zu parken. Aber wir Camper verteidigen unseren Stellplatz. So, und jetzt zeige ich euch einfach nur ein paar schöne Impressionen von der Abendstimmung. Heißt, ich bin wieder still. Wir hören uns bestimmt morgen wieder. Ob ich das so lange schaffe, still zu sein? Ja, vielleicht gleich nochmal. Okay. Schild Peterskapelle verschwunden. Ich bin mal wieder bis in einer Sackgasse gelaufen, habe das Schild nicht gefunden. Aber dafür habe ich eine grandiose Aussicht. Und da unten stehen wir. Wir haben traumhaftes Wetter. Ich habe gut geschlafen. Das einzige Nachteil ist, hier kommt morgens das Brötchenauto, 8.30 Uhr. Heute kam um 8.15 Uhr. Die Bahn hier hinter fährt wohl gegen 6 Uhr einen Güterzug. Den habe ich gar nicht gehört. Aber habe ich dann gehört und ich wollte nicht aufstehen. Ich bin auch noch erst gegen 9 aufgestanden. Aber ich komme heute nicht in die Gänge. Und ich würde am liebsten hier einfach sitzen und nichts tun. Wobei hier auf dem Platz heute reges Traffic ist. Ich weiß nicht, was hinter im Kloster heute noch veranstaltet wird. Da war ja gestern diese Rock- und Blues-Nacht. Aber so wie die Leute dahin pilgern, ist da heute Freibier oder so. Keine Ahnung. Eigentlich wollte ich noch Fahrrad fahren in Alfes Trödelmarkt. Ich wollte aber auch hier sitzen. Im Grunde habe ich nur ein Problem. Ich muss morgen wieder arbeiten. Wetter ist traumhaft. Allerdings. Und ich kann immer wieder betonen, ich glaube, ich habe das jetzt schon zweimal in dem Video gesagt, dieses Jahr ist die Mosel unser Wettergarant. Wir sind normal mehr Richtung Maas als Mosel. Würde auch gerne mal in der Eifel den einen oder anderen Platz ansteuern, aber im Moment muss ich sagen, bei 5 Grad Unterschied und leichter Regen und leicht bewölkt
weiß ich, wo ich hinfahre. Ich weiß, wenn wir in der Eifel fahren. Bei 30 Grad, dann haben wir da 25 und ist das angenehm. Aber das wirst du dieses Jahr, glaube ich, nicht mehr erleben. Aufnahme. Zweite Aufnahme. Guck bitte in die Kamera. Hallo. Aufnahme. Wir sind hier im Land der Feigenbäume. Hier stehen alles Feigenbäume. Der ist wie ein Bogen sogar geschnitten. Also, wenn du mir jetzt sagen würdest, wir wären irgendwo am Gardasee, würde ich es auch glauben. Dabei ist das ein. Das ist. Sag ich dir aber nicht. Das ist Merl, Ortsteil von Zell. Also, echt Hammer. Hat was von Italien. Das geht immer so weiter. Der sieht aus wie Daniel, wenn er von der Schicht kommt. Wir sind eben in Bulay auf dem Bärencamp-Campingplatz angehalten und jetzt mal eine Frage an euch. Wie handhabt ihr das so? Campingplatz oder Stellplatztyp? Wir befuhren die Stellplätze, weil du meistens länger stehen kannst. Die Rezeption war nicht besetzt an dem Campingplatz. Es gab ein Parkscheinautomat. Du gibst ein, 12.56 Uhr kommt, Abreise 12.56 Uhr. Ich sag noch, top. Zahlen wir auch mal 10 Euro mehr oder 15, stehen hier auf dem Campingplatz, andere Kulisse. Geh raus, dreh mich um, was hängt an der Tür für ein Schild? Checkout 11 Uhr. Für mich am Wochenende absolutes No-Go. Ich fahre freitagsabends frühestens um 17 Uhr los und soll sonntags mittags um 12 schon wieder zu Hause sein, so ungefähr. Hab praktisch nur den Samstag, den ich in vollen Zügen genießen kann. Das muss ich ganz ehrlich sagen, ist für mich, der Campingplatz war gerappelt leer. Da standen auf 200 Plätze, 250 Plätze, vielleicht, wenn es hochkam, 30 Fahrzeuge. Davon einige Wohnwagen, 5 verschiedene Parzellenflächen,
Davon waren 3 gar nicht benutzt. Warum muss man die Leute dann gegen Mittag fahren lassen? Es kam lokal dabei. Manche gehen ja vielleicht nachmittags noch was essen und trinken, bevor sie nach Hause fahren. Und wenn es auch nur Kaffee und Kuchen ist. Die Campingplatzbesitzer machen sich aus meiner Sicht dadurch selber das Geschäft kaputt. Wie seht ihr das? Abreise bis Mittag oder könnte man vielleicht auch bis 14, 15 Uhr draus machen? Klar. Wir müssen wahrscheinlich noch die Stellplätze Rasen mähen und staubsaugen. Der war aber so ausgetrocknet, da kannst du nichts mähen. Weil, ich sag mal klar, andere wollen auch wieder drauf. Aber es gibt Zwischenlösungen. Und hier ist nichts überbelegt. Also wir waren ja auch gestern an 3, 4 Campingplätze vorbeigefahren. Die waren nicht ausgebucht. Und da das gleiche Prinzip. Nee, wir müssen jetzt hier. Momentan ist der Fahrradweg gesperrt wegen Renovierungsarbeiten. Wir müssen uns gerade orientieren. Und wie seht ihr das? Würde mich mal interessieren. Deshalb von uns aktuell an der Mosel auch so gut wie keine Campingplatzvorstellung, weil ich Sonntagmittag noch nicht zu Hause sein möchte. Was ist das hier? Die Kanonenbahn, die geht da hinten in den Tunnel und kommt in Pünderich wieder rein und fährt dann über das Aquädukt. Der Alfred ist jetzt in. Alf! Da vorne ist Alf. Ich bin zu Hause. Und richtig schön ist ja hier dieser Binnenschiffer, dieser Nied. Der ist ja richtig schick gemacht. Das sieht ja aus wie so ein altes Piratenschiff. Und hinten auch noch ein Kastenwagen drauf. PKW drauf, Kastenwagen drauf, Motorboot drauf und ein kleines Segelboot. Kann ich jetzt nicht erkennen von hier. Und in Alf ist heute Tuddelmarkt. Haben wir eben schon gesehen, als wir auf der anderen Seite gefahren sind. Ich denke mal, da wird es ein bisschen voller sein. Alf ist eigentlich ganz nett. Gucken wir mal, was wir euch zeigen können, wie voll es ist. Alp hat einen Campingplatz, dadurch, dass kein Stellplatz da ist, haben wir da noch nie angelegt. Aber du hast ja auch die kleine Personenfähre, mit der du nach Bulleu rübersetzen kannst. Und Bulleu hatte ja wirklich richtig nette kleine Lokale auch vorne an der Mosel entlang. Also wir haben heute richtig geiles Moselwetter, muss ich ja wieder sagen. Mit Gemüsegarten. Richtig cool. Machst du Kneipp, cool. Nee, das war bei Jupp. Ich habe einen Mitfahrer bei dieser Tour, dem die Halterung für die Arretierung der Fahrräder im Wohnmobil in der Heckgarage ins Gras gefallen ist. Wir können die Schiene jetzt nicht mehr festschrauben. Und bevor mir das Rad gleich vorne entgegenkommt, muss ich diese blöde Mutter suchen, die ja glücklicherweise schwarz ist. Aber so dick wie ein Daumen, auch so lang wie das Glied. Ja, aber nicht in dem Bereich, wo ich laufe, zu finden ist. Ja. Aber das ist irgendwo da. Wir halten euch auf dem Laufenden. So, Fazit. Mutter nicht gefunden. Nachdem sie uns alle für bekloppt erklärt haben. Ich glaube, von uns wird keiner, der hier auf dem Platz steht und unseren Kanal nicht schon kennt, uns jemals abonnieren. Das sah echt aus wie ein bisschen Gaga. Weil wir sind ja vorher auf alle Viere noch da rumgelaufen. Bevor ich auf die Idee kam, das mit nackten Füßen zu versuchen. Wir haben sie nicht gefunden. Fahrrad ist jetzt mit Kabelbindern an der Schiene befestigt. Und dann müssen wir gucken, dass wir zu Hause irgendwas anderes finden. Ja, als alter Handwerker habe ich ja schon was. Ich habe da schon eine Idee. Aber dennoch, unser Fazit zu dem Wochenende war
Es war schön. Wenn ihr an der Mosel den ein oder anderen Camping- oder Stellplatz vielleicht mal sehen möchtet, dass wir euch den vorstellen, weil ihr eine Route zusammenstellt, vorhabt ihr demnächst vielleicht auch mal hinzufahren oder sagt, wir waren immer nur in der vorderen Mosel, wir möchten mal in die Mittelmosel weiter runter bis Luxemburg, schreibt es uns. Wir fahren gerne vor euch hin und machen wieder das entsprechende Stellplatz- und drumherum Video für euch. Weil uns hat das Wochenende wieder richtig gut gefallen. Mosel, für mich immer ein Punkt, wo ich runterkomme, selbst bei schlechtem Wetter. Wir waren im Winter in Zelb, im strömenden Regen. Dann wandert man eben ernst im Februar. Das war richtig schön. Trotz Nieselregen, trotz Kälte. Die Mosel ist zu allen Jahreszeiten toll. Wir werden jetzt vielleicht die nächsten 5 Wochen versuchen, mal nicht an die Mosel zu fahren oder nur einmal. Dann kommt unser Urlaub, weil danach verfärben sich die Blätter. Dann haben wir das Laub gefärbt und dann ist es hier nochmal so richtig schön. Die Weinfeste beginnen jetzt ab Ende Juli. Dann ist es mit den Plätzen auch vielleicht in dem Ort, wo ein Weinfest ist, etwas enger. Aber da du hier alle 2-3 Kilometer wieder Plätze hast, auch kein Thema. Haben wir alles schon hinter uns. Wir können es nur empfehlen, weil zu Hause 17 Grad und Regen und hier strahlender Sonnenschein. 21 Grad und nass. Genau, weil das Gestein halt eine unheimliche Wärme abgibt. Darum ist ja auch der Moselwein trotz seines geringeren Alkoholgehalts sehr süß. So, von daher genug geredet. Kommt her, die Mosel überzeugt euch schon. Bis dann. Wir sagen wieder Tschüss, bis nächste Woche. Ciao. Ciao.